Moin, ihr Lieben, Julia hier. Heute machen wir in der Edeka-Küche das perfekte Karnevalsrezept, nämlich den kalten Hund. Schokolade und Kekse, mehr braucht es eigentlich nicht, um mein Herz höher schlagen zu lassen. Und das Beste, für dieses Rezept brauchen wir nur ganz wenig Zutaten und der Ofen bleibt aus. Aber bevor wir jetzt loslegen, was ist denn euer Lieblings-Karnevalsrezept? Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare. Ich starte mit der Schokolade und zwar nehme ich dafür 400 Gramm Vollmilchkuvertüre und die wird einmal grob gehackt. Das gebe ich jetzt in einen Topf. Jetzt habe ich hier noch 350 Gramm Kokosfett und das schneide ich mir auch noch ein bisschen klein. Es kommt jetzt zur Schokolade. Für dieses Rezept eignet sich am besten das gehärtete Kokosfett. Das gibt dem Kuchen mehr Stabilität und generell Kokosfett macht, dass sich die Schokolade hinterher leichter schneiden lässt. Das stelle ich jetzt an, bei natürlich nur geringer Hitze, weil die Schokolade möchte gar nicht so wahnsinnig heiß werden, und unterrühren. Hier rührt es so lange, bis das komplett geschmolzen ist und dann kann der Herd aus, dann kann das erstmal abkühlen. Ihr könnt das aber auch alles nochmal nachlesen. Ich habe euch das Rezept einmal hier oben in der Infocard verlinkt. Und wenn ihr keine Rezepte mehr verpassen wollt, dann unbedingt den Kanal abonnieren. Während das abkühlt, kümmere ich mich schon mal um die anderen Zutaten. Da brauchen wir nämlich einmal 60 Gramm Puderzucker, 2 Eier und das wird jetzt cremig aufgeschlagen. Hier kommen jetzt noch 40 Gramm Kakaopulver dazu. Und hier kommt jetzt die flüssige Schokolade dazu. So muss das Ganze dann aussehen. Und jetzt geht's ans Schichten. Und zwar nehmen wir dafür eine Kastenform mit 25 cm, also ein bisschen kleiner als die klassische. Da ist jetzt hier schon Frischhaltefolie drin. Und ich mache das heute mit den klassischen Butterkeksen. Ihr könnt natürlich auch andere Kekse nehmen, zum Beispiel Vollkornkekse oder irgendwelche anderen Cookies. Sagt mir gerne, was nehmt ihr am liebsten? Schreibt mir das unten in die Kommentare. Wir nehmen jetzt die und davon brauchen wir 170 Gramm. Legt mir hier schon mal welche bereit. Ich starte mit der Schokomischung. Die kommt einmal auf den Boden. Die wird einmal so gut verteilt, dass überall auf dem Boden ein bisschen Schokolade ist. Dann ein bisschen glatt streichen. Jetzt kommt eine Schicht Butterkekse. Und jetzt wieder Schokolade. Jetzt kommen wieder Kekse, dann wieder Schokolade, dann wieder Kekse, wieder Schokolade. So lange, bis die Zutaten aufgebraucht sind. Übrigens, wer Lust hat, die nicht ganz zu lassen, der kann die auch einfach krümeln und unter die Schokoladenmasse rühren und sie dann in die Backform geben. Am Schluss natürlich alles nochmal schön glatt streichen und dann darf das Ganze für mindestens 5 Stunden in den Kühlschrank. Unser kalter Hund ist jetzt seit fast 5 Stunden im Kühlschrank, das heißt, ich kann mich schon mal um die Deko kümmern. Da könnt ihr natürlich eurer Kreativität freien Lauf lassen, zum Beispiel Schokolinsen, Trockenobst, Nüsse. Ich mache heute was mit weißer Kuvertüre. Da habe ich mir hier schon mal einen Topf hingestellt für ein Wasserbad. Unten ist schon Wasser drin. Das stelle ich mir an. Nicht zu heiß, weil Kuvertüre mag das wirklich überhaupt nicht. Wenn das zu heiß wird, dann gerinnt die. Die hacke ich mir jetzt erstmal und zwar 50 Gramm. Ganz praktisch, hier an der Seite steht 50 Gramm, 50 Gramm, 50 Gramm, 50 Gramm. Das heißt, ich brauche genau einen Streifen, also 2 kleine Blöcke. So, ab in die Schüssel damit. Und jetzt das Ganze unterrühren, schmelzen. Die weiße Kuvertüre ist jetzt soweit. Ich habe mir in der Zwischenzeit schon mal den kalten Hund aus dem Kühlschrank geholt und gestürzt und natürlich die Frischhaltefolie abgemacht. Jetzt kommt die weiße Kuvertüre darüber. Und zwar mache ich das in so einer Drizzle-Bewegung. Ich zeige euch das mal. Der geht jetzt noch mal 20 Minuten in die Kühlung und dann wird probiert. Und so schön ist der kalte Hund geworden. Ich probiere mal einmal, wie er schmeckt. Mmh. Schokolade, Keks, was will man mehr? Probiert es unbedingt aus. Erzählt mir, wie es geklappt hat. Und ich habe euch hier noch 2 super leckere Rezepte verlinkt. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Kanal abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.